So, da bin ich zurück. War ein bisschen unterwegs. Jetzt geht es gleich weiter mit den Arena-Aufgaben. Aber erstmal die Tagesaufgabe. Die lautet: Lebe im Solo- oder Du-Modus länger als deine Gegner. Heißt, ihr müsst Solo-Modus spielen oder Du. Oder halt Arena-Solo. Aber keine Gruppenkeile und keine Teams. Also, dann machen wir das Ganze mal in Solo. Gucken, was wir reißen können. Außer eine Tüte auf. So, erstmal danke für die jetzt 113 Abonnenten. Gruß geht raus an alle 113. Die, die noch nicht abonniert haben, haben jetzt die Chance. Wenn ihr unten den Code knacken wollt, guckt einfach unten in der Videobeschreibung. Da habe ich ein extra Video gemacht, wie ihr den knacken könnt. Und schaut das Video zu Ende. Denn irgendwo im Video werde ich verraten, wie die 12. Zahl heißt. Also gut aufpassen. Und jetzt gehen wir mal rein in die Aufgabe. Und die alten Hasen und Deutsch wissen ja, Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentierzeit. Und wenn du noch kein Abonnent bist, hau sie jetzt raus. So, mal gucken, wie lange wir heute brauchen zum Laden. Man sieht schon wieder. Und ich spiele nicht auf der PlayStation, sondern auf dem PC. Aber Geduld ist eine Tugend. Aber mit den 113 Abonnenten, ich komme darauf immer noch nicht so ganz klar. Ich will gar nicht wissen, wie andere damit klarkommen, wenn sie 30, 40, 100.000 haben. So, erstmal gucken, wo landen wir denn überhaupt. Wie gesagt, wir machen jetzt einfach nur überleben. Wenn wir eine Boogie-Bombe finden, vielleicht versuchen wir damit schon einen Kill zu machen. Haben wir schon mal einen Teil von der Aufgabe fertig. Aber dazu wollte ich noch eine extra Aufgabe machen. Wo gehen wir denn hin? Ich würde sagen, gehen wir mal ganz entspannt auf Fatal Fields. So, ich weiß nicht, ob wir genau mit 100 gestartet sind, aber 97 sind es jetzt. Aber ist noch keiner gestorben, glaube ich, wenn ich. So, jetzt haben wir schon einen länger überlebt. Und so wird das Ganze halt dann aufgezählt. Aber wie gesagt, im Solo-Modus nur. Und im Duo-Modus, also kein Team, kein Gruppenkeile. Ihr müsst halt wirklich Solo oder im Duo spielen. Ansonsten zählt das Ganze nämlich nicht. Also eigentlich eine Aufgabe, die nebenher von allein läuft. Also ihr müsst eigentlich nichts machen. Dürft nur kein Team spielen. Das ist die einzige Voraussetzung. Ja schon, aber die ist über uns. Gucken, ob der Gegner gleich zu uns kommt. Sehen tue ich immer noch nicht. Eine Pump habe ich auch noch keine. So, 97 haben wir angefangen, jetzt leben noch 70, bedeutet 27 haben wir schon überlebt. Wird eine Pump. Ich weiß gerade nicht, ob ich mit dem Blut schon anfangen soll, den Gegner da zu suchen. Aber meistens geht das ja an die Hose. So, hier haben wir nichts mehr. Jetzt weiß ich auch nicht, wo der Gegner genau hin ist. Aber gefühlt ist er in die Scheune. Ich höre aber auch nichts. Ja. Lags bedeuten in der Regel eigentlich immer, dass ein Gegner da ist. Er war definitiv hier.
Frage ist nur, wo sie hin. Danke, Headset, dass du mir gesagt hast, dass ich fertig geladen habe. Ich weiß nicht, ist er schon hier drüber gedackelt? Ah, Pump ist auch da. Ich vermute echt, dass der in die große Scheune ist. Oder er wartet irgendwo im Busch. Ich höre nichts. Nein, hier war auch nicht. Oh, dieses Windrad schon früher. Ich weiß nicht, ob er das war da hinten mit dem Hochbauen. Hier war auch nicht. Hier ist das gar nicht die Kiste. Ich habe keine Ahnung, wo der Gegner hingedackelt ist. Er die Minis mitholen soll, aber die anderen bauen halt jedes Leben auf. Ja, jetzt hat sich die Sache entschieden. Ah, ich weiß, bauen ist und bleibt nicht meine Sache. Ein Lama? Tatsächlich, ein Lama. Es gibt sie noch. So, jetzt leben noch 29. Da, heißt, wir haben schon 70 überlebt. Also quasi Halbzeit. Gucken, ob ein Salt hier rumturnt. Das ist halt wie in der Arena. Alle sind so nur noch auf Kills aus. Aber wenn ein Salt jetzt noch lebt, sollte eigentlich recht gut sein. Mal Ton lauter machen. Yo! Fallschaden des Todes. Ja, er kommt natürlich dann runtergesprungen, nicht. Also. Na gut, man sieht schon, wie er baut. Das wäre eh nichts geworden. Gucken, wie der Kampf hier endet. Das ist immer so assi, wenn einer sich von außen einmischt. Dann wird er so dämlich weggeholt. Warum der da mit der Minigun weitergespielt hat, weiß ich selber nicht. Gucken, was er so macht. Ich glaube, er wird jetzt so weggeholt. Ah ne, der auf den geschossen hat, hat Hits von links, glaube ich, bekommen. Ach, der hatte gar keine Mets mehr.
gerade noch den Kampf angucken und dann. Aber wie gesagt, ihr müsst einfach nur überleben. Mehr müsst ihr nicht machen. Schön. Das ist eine schöne. Oh, die Waffe liebe ich ja. Das, ich glaube, das ist echt so meine Favorite-Waffe inzwischen. Alter, mit dem Loot musste er ja fast gewinnen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus und euch wünsche ich viel Spaß bei der Tagesaufgabe. Wie gesagt, einfach Solo oder Du spielen und einfach überleben. In dem Sinne, haut rein.